Hand aufs Herz, das kennen wir doch alle. Passwort vergessen, Passwörter eingeben, dutzende Mal am Tag und auch immer wieder mal neue Passwörter einrichten. Und die sollen dann natürlich nicht zu erraten sein, auch richtig schön komplex, damit man sie nicht knacken kann. Das ist das, was wir gelernt haben. Und jetzt sagt das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Achtung, Passwörter sollen bitte aber auch nicht zu komplex sein, nicht überkomplex. Das ist doch mal eine interessante Neuerung und deswegen Thema heute hier in einer neuen Folge vom Netzscanner. Wie sehen gute Passwörter eigentlich aus? Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Netzscanner und da geht es um das Thema Passwörter. Wie sehen richtig gut gemachte Passwörter aus? Ich gebe ja viele Seminare und immer wieder werde ich gefragt, puh, muss ein Passwort wirklich so kompliziert sein? Muss es wirklich für jedes Online-Konto ein anderes Passwort sein? Was ist mit Passwortmanagern? Ich weiß, das ist ein leidiges Thema und darauf gehen wir jetzt auch genauer ein. Aber gleich mal vorweg, wenn euch dieser Kanal gefällt, dann lasst mir doch bitte einen Like da und vor allem auch ein Abonnement, damit ihr mitbekommt, wenn es eine neue Folge, eine neue Ausgabe gibt. Und kommentiert auch gerne, das hilft nämlich, damit der Algorithmus weiß, dass diese Videos gut ankommen und dann bekommen sie mehr Leute zu sehen. Kommen wir jetzt aber auf das Thema Passwörter zu sprechen. Was macht ein gutes Passwort aus? Da kann man so viel erklären, wie man möchte. Das sind die Top 10 der deutschen Nutzerinnen und Nutzer. Passwörter wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder Passwort oder ganz einfache Wörter und Begriffe. Da kann man sich nur am Kopf fassen, denn das hat natürlich überhaupt nichts mit den Regeln zu tun, die wir hier und woanders immer wieder predigen, wie Passwörter eigentlich aussehen sollen. Die Menschen sind bequem, seien wir ehrlich, ne? Und viele benutzen auch in verschiedenen Online-Konten dasselbe Passwort, weil schwierig genug, sich eins zu merken, oder? Aber jetzt möchte ich euch mal ein bisschen sensibilisieren für das Thema. Geht doch mal bitte auf diese Webseite hier, www.checkdeinpasswort.de, kann ich wirklich empfehlen. Und da kann man nämlich sein Passwort eingeben und dann erfährt man, ob das was taugt. Macht das einfach mal. Gebt hier ein Passwort ein oder ein Passwort, das so ähnlich ist wie euers. Man soll das eigene Passwort ja nie verraten. Und dann bekommt ihr gleich eine Schätzung, wie lange ein Hacker brauchen würde, mit einem normalen Computer dieses Passwort zu knacken. Und ihr bekommt auch Hinweise, warum das Passwort noch nicht gut ist. Rot heißt ganz schlecht, grün heißt gut. Und dann gibt es auch noch weitere Infos, zum Beispiel, ihr solltet keine Eigennamen verwenden, keine Wörter, die im Wörterbuch stehen und so weiter. Also ganz konkrete Tipps, wie ein gut gemachtes Passwort aussehen sollte. Probiert einfach mal ein paar Passwörter aus, denn so bekommt man ein Gefühl dafür, wie ein gutes Passwort, ein solides Passwort aussehen sollte. Und wenn da weniger als 100 Jahre steht, um ein Passwort zu knacken, dann dringend ein neues Passwort anlegen, bitte. Also ich finde ein wirklich cooles Werkzeug, um ein Gefühl zu kriegen, was muss alles rein in ein Passwort, damit es als gutes Passwort gilt. Nehmt euch mal die Zeit, das in aller Ruhe auszuprobieren und probiert eure Passwörter aus. Und da, wo es rote Warnungen gibt, wählt einfach mal ein neues Passwort, das solide ist. Das lohnt sich nämlich. Auf andere Aspekte wie Passwortmanager und so weiter gehe ich in einer anderen Folge hier vom Netzscanner mal ein. Aber eine Sache noch. Das BSI sagt also jetzt, Passwörter sollten nicht zu komplex sein. Warum? Weil viele Leute hingehen und sich die Passwörter dann notieren, auf Zetteln zum Beispiel. Das ist natürlich kontraproduktiv oder ein so kompliziertes Passwort, wenn man es sich mal einigermaßen merken kann, dann wird es in ganz vielen Online-Konten benutzt. Und das solltet ihr auf gar keinen Fall machen. Warum? Wenn ein Hacker, ein Betrüger, ein Zugangskennwort geknackt hat, also Benutzername, Passwort, diese Kombination, dann wird er sehr wahrscheinlich das auch ausprobieren in anderen Konten. Also bei eBay geknackt vielleicht, dann probiert das natürlich auch bei Google aus, bei Facebook aus, bei Twitter aus, bei Amazon aus. Und das ist keine gute Nachricht, weil wenn ganz viele Konten dann dadurch kompromittierbar sind, knackbar sind, dann habt ihr gleich an mehreren Stellen ein Problem. Also einen Schlüssel zu verlieren zum Keller, schlimm genug. Einen Generalschlüssel zu verlieren, das ist natürlich ganz, ganz böse. Das liegt ja auf der Hand. Und ein Konto solltet ihr wirklich ganz, ganz vorsichtig bewahren und da auf jeden Fall ein Passwort benutzen, das nirgendwo sonst verwendet wird.
Das ist das E-Mail-Postfach, das E-Mail-Konto. Warum? Über das E-Mail-Postfach kann man ja viel regeln. Wenn man irgendwo ein Passwort vergessen hat, bei irgendeinem Online-Dienst, dann kann man in der Regel hingehen und sagen, hab das Passwort vergessen, und dann bekommt man eine Mail mit einem neuen Passwort oder einen Reset-Link, damit man das Konto zurücksetzen kann. Das heißt, hat man Zugang zum E-Mail-Postfach als Hacker, als Betrüger, kann man so ziemlich alle anderen Online-Konten darüber zurücksetzen und so Zugang dazu erlangen. Und deswegen solltet ihr wirklich darauf achten, dass das E-Mail-Postfach richtig gut abgesichert ist mit einem Passwort, möglichst komplex, dass ihr euch aber auch merken könnt und dass ihr auf gar keinen Fall woanders verwendet. Wie gesagt, das sind erstmal die wichtigen Infos zum Thema, wie sieht ein gutes Passwort aus. Zu anderen Aspekten wie Passwortmanager, Zwei-Faktor-Authentifizierung und so weiter kommen wir in anderen Ausgaben. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bleibt bitte unbedingt neugierig und nicht vergessen, lasst mir Kommentare und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.